Hohoho und herzlich willkommen am 15. Dezember, sagen der Henry. Das Käferchen und das Blümchen. Genau, und wer ist das hier? Heute als Gast dabei. Grießberg, unser Hauswichtel. Genau, was macht er denn jeden Tag? Unser Hauself meint ich, Sabernack. Was hat er denn schon so gemacht? Er hat den Adventskalender durcheinandergewirbelt und... Klopapier schon verwüstet, ne? Ich hatte hier überall Mehl verteilt. Er hat in deinem Wohnzimmer geschaukelt. Und heute hat er deine Ninjago-Karten, ne? Da mit denen gespielt. Sortiert er die, oder? Ja, sortiert natürlich. Einer hat er noch nicht reingetan, die habe ich ihm dann weggenommen und reingetan. Und die restlichen hat er reingetan. So ein Schlawiner, das. Deswegen habe ich danach ihm sogar auch einen einzigen Kuss gegeben. Ja, das ist auch okay. Man darf ihn aber sonst nicht berühren, ne? Das ist klar. So, Käfer, bitte einmal runter. Wir wollen ja jetzt Türen öffnen. Okay, 1 und die 5. Genau, ein schönes Datum, oder? 1 und die 5, ja. 1 und die 5. Was ist denn am 15.? Also die 5 mache ich erstmal auf. Na, wo ist es denn? Das sag mal. Das sag mal. Um den großen Harry Valerian zu zitieren. 1 und die 5. Ja, ich sehe es gerade auch nicht. Ich auch nicht. Haben Sie mich heute weggelassen? 1. Nee, jetzt sehe ich ihn. Guck mal, wo deine rechte Hand ist. Wo ist deine rechte Hand? Die rechte Hand. Meine rechte Hand ist frei und wünsche mir die 15 herbei. Und was ist am 15. Käferchen? Wow, der Flieger, worauf der fliegt. Ups. Ein Flieger, der fliegt. Warum bist du heute so aufgeregt? Ja, das sind sehr persönliche Informationen. Da wollen wir gar nicht drüber reden. So, was haben wir noch am 15.? Wo haben wir noch den 15.? Da. Vorsicht mit dem Feuer, sonst war es das. Ja, hier. Witzigerweise an gleicher Stelle. Festhalten. Und, eine Mauer. Nein, noch schöner. Ein Mini-Figur. Und weißt du, wer das ist? Soll ich dir verraten? Captain Marvel dürfte das sein. Naja, können wir gleich nochmal eruieren. Oh, eine Feuerwache. Das ist aber ja heute, als wenn du Geburtstag hättest. Ja, hier geht's weiter. Was haben wir da? Gerödel wieder mal. Gerödel. Gerödel. Einfach mal Fremdsgerödel. Und, feiner, faires City umgekippt. Ja. Ja, genau, was so bedeutet und was Grießbär mit dem Ganzen zu tun hat. Das Letztere werden wir nicht erfahren, aber den Rest. Bis gleich, wir bauen. Bis gleich, wir bauen. So, hier wird schon gebaut. Ich sehe hier, das Barbecue ist eröffnet. Ist Captain Marvel. Ist ja auch Müll. Nein, sowas. Captain Marvel hat sich, was macht die denn da? Hat die sich da schon, die hat sich mit Thanos, wo ist denn Thanos? Hat Thanos Faust sehe ich da. Nö. Das ist aber hier auch ein... Hier unten ist Thanos. Was macht die denn da unten? Den Avengers angegriffen. Achso, die haben ihn jetzt alle niedergerungen. Da kann sie nicht befreien. Ich sprüche jetzt mal, aber ich lasse es lieber. Gut, zeig doch mal Captain Marvel einmal. Boom. Hat sie noch ein zweites Gesicht? Ah, da guck mal, der arme Thanos, der alte Schnipper. Hier. Guck mal, zeig nicht so wackeln. Zeig es einmal lächelnd. Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Angriffslustig. Okay, und was hat sie da in den Händen? Ihre Kraft, glaube ich. Ihre Kraft. Ich glaube, da kannst du die wegschleudern, ne? Oder ist das Sahne? Das hier! Krabum! Kabum, geht nach hinten und nach weg, zur Seite weg. Okay, verstanden. Guck mal hier, was haben wir heute bei Star Wars? Das ist das hier. Was würdest du sagen, was ist das? Zitze. Zitze. Was sind Zitze? Das hier. Ich weiß wo. Das hier ist, glaube ich, so ein Speeder, würde ich mal sagen. Jo, da kommt auch schon gleich der Herr des Speeders und darf damit durch die Gegend fliegen. So, Mami hat mal wieder das ganz Große losgezogen und hat was gebaut? Ja, das ist richtig. Ein Katzenbaum. Einen geschmückten Katzenbaum. Würde ich auch sagen. Mit einer Katze und die könnte theoretisch noch ein Schleifchen in den Zahn kriegen, haben wir aber nicht dabei. Und das Grüne war noch dabei oder war einfach über? Das war über. Das Witzige ist, ich meine, wir könnten ja natürlich das Fähnchen auch hier in die Katze setzen. Ja. Was ich aber erstaunlich... Sieht so ein bisschen aus, als wenn sie aus dem Kopf Was ich aber witzig fand, das sind ja normalerweise... Jetzt sind die Turungen. Ja, da haben wir gekämpft. Die Kleinteile sind ja normalerweise immer ein Master, dass von jedem Kleinteil immer noch ein Extrateil ist. Hier sind drei verbaut und es ist kein Extrateil lieber. Also normal sind es mal gerade Zahlen. Naja, ja, ist wie es ist. Nicht? Manchmal geschehen noch Wunder. Guck mal hier, was haben wir hier? Das hat eigentlich mein Sohn vorhin schon identifiziert. Ja, dann soll er das auch machen. Da kommt auch noch mit der 17 kommt da auch noch was dazu. Aber was haben wir hier? Sohn, was ist mit das? Mit der 17? Nein, was habe ich hier? Buff. Buff, ja.
Ein Buch, nennen wir es Buch. Witzigerweise allerdings, obwohl es ja... Und ein Zauberstab in einem... In der Schachtel. So wie es Ollivander eigentlich dann in seinem Laden hat. Guck mal, das ist so eine Schachtel hier. Und da ist ein... Haha, ein Zauberstab drin. Und das Buch ist leider nicht bedruckt. Das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich gibt es ja solche Zauberspruchbücher mit Fliese. Nö, die haben sie hier weggelassen. So war es aber auch. Ja, dafür heute nicht weggelassen, sondern mit ganz viel Feuer. Idealerweise direkt neben das Feuer gestellt haben wir heute... Okay, das Flugzeug hatten wir schon. Huch, das hängt fest. Was ist das? Eine Feuerwehrmacht. Würde ich auch sagen. Da oben haben wir uns noch ein bisschen noch... Waren wir unterschiedlicher Meinung. Was ist das hier oben drauf? Ein Landeplatz. Das war deine Meinung. Meine Meinung war, das ist ein Quadcopter. Nur der ist so groß wie fast die ganze Feuerwache. Ja, und die... Guck mal hier, die haben aber hier gleich so eine Feuerwehrspritze oder hier so einen Feuerlöscher in der Größe fast der gesamten Anlage. Ja, so ist das, nicht? Ist das da unten immer genau? Von der Straße? Nö, sieht genauso aus. So. Ja, ne? Was gefällt dir heute am besten? Ja. Lego Marvel. Marvel. Captain Marvel hat heute gewonnen. Ach, die haben schon wieder Thanos erledigt hier. Der Arme. Wer liegt denn da noch? Black Widow? Gott. Mhm. Ich könnte wieder so viele Sprüche machen. Die macht sogar... Guck mal, die hat Thanos so festgehalten mit ihren Stäben. Ja. Was ist das hier? Haare. Da hat irgendjemand sich die Haare gerauft und sie dann verloren. Ja. Nein, derjenige, der die Haare hatte, hatte einen Helm auf. Achso, wer ist das? Und Iron Man. Und was ist mit dem Helm? Den kann er nicht aufsetzen, wenn er die Haare auf hat? Mhm. Muss man sich immer die Haare... Jetzt mal, wenn du Fahrrad fährst, rasierst du dir vorher die Haare ab und setzt dann den Helm auf? Wenn du Superheld bist, ja. Nicht? Dann, ist das schon, zwingend. Okay, aber unser Sohn ist auch super. Ja, danach nimmst du Alpecin und schon sind die Haare wieder da. So schnell kann es gehen. So, das war's für heute. Unser Sohn würde sagen, so einfaches Tennis. So einfaches Tennis. Das würde er nicht mehr sagen, er tut sogar sozusagen. Gut, dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Crew und der Tag und der Peace. Richtig. Du bist ein bisschen aufgeregt heute, ne? Der Henry? Ja, von der Thanos. Ja, genau. Gut, bis morgen. Und der Thanos und die Black Widow. Jo. Dann hören Sie auch morgen das Käferchen wieder sagen. Nein, Thanos sagen! Türen! Thanos! Jo. Oh, gut, dass wir das. Ja. Türen, Thanos. Ja, das war aber hier. Gut, dass ich das nicht gefilmt habe. Ja, tschüss. Wir müssen hier mal Ordnung schaffen.